Aber ich glaube, dann spätestens in der zweiten Halbzeit haben wir uns ein bisschen gefangen und einfach besseren Fußball gespielt, die Räume auch besser genutzt, ein bisschen ruhiger gespielt. Dann glaube ich auch in einer ganz guten Phase ein Tor gemacht. Dann hatten wir es eigentlich im Griff. Bis kurz vor Schluss haben dann einen Blöden gefangen und ich bin sehr froh und glücklich, dass wir uns trotzdem dann nochmal mit dem Tor am Ende belohnen konnten. Und jetzt glaube ich auch nicht unverdient heute gewonnen haben, da war ganz viel Wille dahinter. Ja, großen Spaß. Also ich fahre ja immer mit und freue mich auch, wenn ich an dem einen oder anderen Ball oder der Aktion beteiligt bin und mich auch mal mit einbringen kann. Aber ja, ist einfach geil mit anzusehen, wie wir uns hinten raus kombinieren. Und in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich auch mit dem Ball gute Aktionen gehabt und wir haben gegen den weltbesten Gegner gespielt, also Weltranglisten Ersten. Aber das, was uns auszeichnet, dieses nochmal hinterher und Zweikämpfe und auch diese Defensivlust plus die spielerischen Elemente nach vorne, die haben am Ende ja, für uns den Sieg gebracht. Der Sieg bedeutet für uns, dass wir wissen, wir können auf gewisse Fehler oder gewisse Dinge, die wir vielleicht mal nicht so gut machen, können wir immer reagieren und agieren. Und die Mannschaft hat häufig jetzt gezeigt, dass sie sich taktisch wieder anpassen kann und dann wieder Mut gewinnt und dann wieder zu ihrem Spiel zurückfindet. Und das ist ein guter Schritt für uns. Und wir haben gesagt, wenn wir sie sehen wollen, dann heute. Und deshalb haben wir in der Halbzeit dann den Wechsel gemacht. Und ich finde, Pauli hat das sehr, sehr gut gemacht in beide Richtungen. Hat eine gute Spielintelligenz gehabt, eine gute Spielruhe, war offensiv und defensiv aktiv. Von daher freut es mich sehr, ja, dass sie sich heute echt was zugetraut hat. Boah, gerade eigentlich fast ziemlich wenig. Also ich kann es nicht so richtig glauben. Ich glaube, ich muss das alles ein bisschen verarbeiten. Also besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Überhaupt zu spielen, dann eben der Mannschaft dann noch zum Sieg zu verhelfen, ist einfach echt ein geiles Gefühl.